In diesem Video geht es um den Flächeninhalt des Dreiecks und ich habe euch hier ein Dreieck mitgebracht, wo ich auch schon mit Punkten beschriftet habe, A, B, C und die Seiten, die werden dieses Mal so benannt, dass quasi die gegenüberliegenden Seiten zu den Punkten gehören, also der Punkt C liegt der Seite C gegenüber und so weiter. Dann habe ich euch zwei weitere dazu kongruente Dreiecke mitgebracht. Das ist jetzt ein bisschen anders wie beim letzten Mal. Da war es so, da haben wir das zerschnippelt. Dieses Mal können wir das Dreieck hier oben nicht so zerschnippeln, dass wir auf was kommen, was wir kennen. Nein, wir nehmen einfach zwei Dreiecke, die genauso groß sind, kongruent sind und fügen die so zusammen, dass wir auf etwas kommen, was wir kennen. Mittlerweile kennt man ein Parallelogramm, ein Rechteck und ein Quadrat. Ich werde euch zeigen, wie das funktioniert, wie man diese beiden so legt, dass etwas entsteht, was man kennt und wie man dann eben auch den Flächeninhalt bestimmen kann. Ganz einfach, wir setzen einfach diesen Punkt, ich hoffe ihr seht meine Maus, diesen Punkt hier an die andere Seite, also so, dass ein Parallelogramm entsteht. Ich zeige euch das mal kurz, einfach hier gegenüber klappen, nochmal kurz zurück, leider kann ich das nicht besser animieren, hier nach drüben und dann zusammenbasteln. Das heißt, wenn man das so klebt, entsteht ein Parallelogramm und da sind die Seiten und die Punkte etwas anders zu beschriften. A, B, C, D ist es ein Punkt mehr und die Seiten werden nicht nach gegenüberliegenden Punkten benannt, weil sonst hätten wir ja jeweils immer zwei, sondern durch angrenzend. Also gegen den Uhrzeigersinn, mathematischer Drehsinn, immer der Punkt, dann die richtige Seite dazu, Punkt, die Seite dazu, Punkt, die Seite dazu. Und das immer merken gegen den Uhrzeigersinn. Flächeninhalt bei einem Parallelogramm ist klar. Wenn man hier die Höhe HA einzeichnet, das nennt man so, weil die auf die Seite A fällt, dann wäre der Flächeninhalt 5 cm mal 3 cm gleich 15 Quadratzentimeter. Dieses Dokument kann man übrigens über diesen Link herunterladen und diese, wenn man es dann ausschneidet, sind die Seite A 5 cm und die Höhe HA 3 cm. Ergibt einen Flächeninhalt von 15 Quadratzentimeter. Was bedeutet das jetzt für unseren Flächeninhalt? Nun, wir hatten hier zwei kongruente Dreiecke. Das Dreieck hier ist allein. Das heißt, um von dem Flächeninhalt auf den zu kommen, müssen wir durch zwei teilen. Oder die Hälfte nehmen, kommt ja aufs Gleiche raus. Also setzen wir doch quasi einfach vor das 5 cm mal 3 cm ein halb Mal oder 0,5 Mal. Das ist das Gleiche wie geteilt durch 2. Und damit erhalten wir dann den halben Flächeninhalt. Und dahinter verbirgt sich dann auch die Formel. Ihr seht ja, dieses Dreieck hier ist hier wieder dran. Das heißt, wir haben hier den gleichen Flächeninhalt, nur heißt die Seite jetzt halt hier C und die Höhe dazu HC, weil es andere Seiten und andere Höhen sind. Oder ein anderer Punkt gegenüber liegt. Und damit lässt sich jetzt der Flächeninhalt darstellen. Ein halb mal die Grundlinie mal die Höhe. Bei der Grundlinie mal Höhe wäre es das Parallelogramm gewesen. Dadurch, dass der obere Teil hier wegfällt, darf ich nur die Hälfte nehmen. Jetzt gibt es aber nicht nur eine Möglichkeit, sondern insgesamt drei Möglichkeiten. Denn ich kann ja Grundlinie und Höhe in einem Dreieck komplett neu definieren oder andere verwenden. Ich kann zum Beispiel die Seite A hier als Grundlinie nehmen. Dann ist die Höhe HA die dazu passende Höhe. Dann heißt es eben ein halb mal A mal HA. Oder ich kann auch die Seite B und die dazu passende Höhe HB nehmen. Wie ist es hier drüben? Das war vorher doch die Seite D und die Höhe hier. Das heißt, wir erkennen das auch wieder in diesem Dreieck oder hier im Parallelogramm. Also, zusammengefasst kann man sagen, dass alle drei Formeln gelten. Wir haben drei verschiedene, weil wir drei Grundseiten mit drei Höhen kombinieren können. Das war es, was wir heute gelernt haben. Wir haben gelernt, dass man aus dem Parallelogramm zwei kongruente Dreiecke machen kann und damit die Hälfte des Flächeninhalts von einem Parallelogramm der Flächeninhalt dieses Dreiecks ist. Oder andersrum gemerkt, ein halb mal Grundseite mal Höhe, das ist der Flächeninhalt in einem Dreieck. Und dadurch, dass das Dreieck drei verschiedene solche Paare hat, A mal HA, B mal HB, C mal HC, gibt es drei Möglichkeiten, dass man den Flächeninhalt berechnet. Man darf nur nicht untereinander tauschen, sondern immer diese Paare gehören zusammen. Bis zur nächsten Stunde.